Ihnen ist was illegal. Naja, illegal ist das nicht, aber man muss es erwähnt haben. Ein Ghost Fighter ist erstmal illegal, wenn du nicht erwähnst. Also insofern, ja, irgendwie schon. Du kannst auch Ghost Fighter haben und die erwähnen. Trotzdem groß deinen Buchstaben drauf. Groß deinen Buchstaben, deinen Titel. Also, gutes Beispiel: Paluten bei seinen Büchern. Paluten hat ja. Sind es schon drei oder. Ist ein Comic hat er geschrieben und zwei Minecraft-Bücher, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der hat sie ja nicht allein geschrieben, der hat dann, also der Ghostwriter ist dann der, ich weiß nicht, wie er heißt, da gibt es dann auch noch, der hat das zusammen mit wem anders geschrieben und dann, da steht der Paluten auf dem Buch drauf, aber der Ghostwriter wird halt auch genannt, das ist halt insofern okay. Wenn zwar nicht auf dem Titel drauf steht, dass der mit dabei war, aber. Es steht nicht. Oh, 1:11. Fairer Safe Points. Erst die Fledermäuse besiegen. Sonst übertragen die noch Corona. So, hier. Nicht alle auf einmal. Das halte ich aber für unfair. Quenschnabel. Gut. Hier geht's weiter. Wieder über Pilze. Ich kann hier keine Pilze mehr sehen. So. Müssen wir nicht schon wieder alles anzünden. Da gibt es eine Brücke. Und da falle ich wieder ins Wasser. 112. Misserfolge. Den Texte kann ich leider nicht so schnell lesen. Die müsst ihr euch dann vorlesen. Irgendwas mit Zeugnis. Hier geht's rüber. Sehr gut. Gut. Du hast das Spiel auch gespielt. Tough Life Stunts GTA 5. Ich nenne dich mal Tough. Ich nenne dich jetzt einfach Tough. Taffy. Nenne ich jetzt Taffy. Das klingt cool. Ich will nicht mal den ganzen Namen aussprechen. Nickname. Hm, Quenschnabel. Ich nenne Leute auch gerne bei ihren Nicknames. Also nicht wenn sie so lang sind, dann nehme ich immer einen Spitznamen. Könnt mich auch Zwergi nennen. Das ist mein Nickname-Spitzname. Finde ich, die hast du dir ja ausgesucht, den Namen, deswegen kann ich das ist ja. Kann ich dich ja dabei nennen. Das ist ja legitim, wie ich finde. Wenn du willst, dass ich dich so nenne. So, hier geht's runter. Sind wir jetzt bei der Frau angekommen, oder was? Nee, das ist immer noch er. Spiel wird gespeichert. Oha, sind wir hier reingeraten. Jack, da bist du ja, mein Freund. Immer mit der Ruhe, Fanboy. Was willst du denn jetzt schon wieder? Modi schreibt, das kann ich bestätigen. Was kannst du bestätigen? Modi. Du weißt doch, da war dieser Pilz, den du mir gemacht hast. Er ist perfekt, verstehe mich nicht falsch. Nur reicht ein einziger nicht aus.
10, 9, 8. So, warte noch eine Sekunde, oh großer Jack. Ich benötige nur noch einen weiteren Pilz. Dann werde ich dich zu meiner Frau führen, versprochen. Ich überlasse dir auch wieder mein Pferd. Was sagst du, Jack? Zu Hilfe meiner armen Seele. Ich versuche lediglich die Art von Ehemann zu sein, die die Liebe meines Lebens verdient hat. In Ordnung. Ja, diesen Pilz ist am Schluss und bilde dir ja nicht, dass ich dich verschonen werde. Ach, das ist doch dreckig hier. Ich muss hier weiter Pilze sammeln für den. Ich will nicht mehr Pilze sammeln. Das Pilze springen vorhin war schon schlimm genug. Jetzt hänge ich hier wieder eine halbe Stunde an dem. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ach so, so wäre ich hier durchgekommen. Wie komme ich hier hoch? Irgendwo an den Baum hier hoch. Ich weiß nicht, ob das hier so soll, aber komme ich hier vielleicht irgendwie hoch? Hm. 115 mal besiegt. So, ich gönne mir mal eine kleine Trinkpause. Ich muss mal einen Schluck trinken. Könnt ihr auch jetzt mal im Chat alle mal einen Schluck nehmen. Trinken ist wichtig. Prost. Gut. Schluck getrunken. Und weiter geht's. Hier lang? Nee, da kam ich her. Ach, da drüben kommen die Pilze. Na toll, wie soll das? Ah, verstehe. Wir müssen hier einmal rüber. Und dann wieder zurück. Dafür ist der Pilz da. Interessant. Und ich schaff's natürlich für mal wieder nicht. Ein Rekord. 116 Tode. Ich stehe hier bestimmt Rekorde auf. Das könnte mir fast glauben hier. Das ist. Könnte mir glauben hier. Die Todesrekorde. Dafür soll es Achievements geben. Achievements. Na toll. Wenn du 300 Tode geschafft hast, kriegst du ein Achievement. Archiv. Aus Arsch und Asche und Schief besteht. Arsch, Schief. Deine Wortwitze werden auch nicht besser. Nice. Was? Hier müssen wir hoch. Verdammt! Knappe Sache. Bisschen mehr Orientierung. So, hier. Und hier wieder rüber. Das haben wir geschafft. Und jetzt hier. Sehr gut. Ist hier nicht runterfallen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Pilze hier. Pilze. Ach so, Kacke. Ja, hier müssen wir erstmal. Das war die Geschichte. Könnte so einfach sein. Aber das so ist nicht. Wäre zu leicht. Jetzt hier mal schnell. Ist auf jeden Fall schaffbar. Oha. Was ist jetzt hier?
gar kein Problem eigentlich. Eigentlich kein Problem. Ich hab's. Ich habe bestimmt einige Krähenschnäbel übersehen. Einige Ratten. Die niesen. Ein ganzes Rattennest. Rattenloch hier. Krähenschnabel. Du hast noch sehr viel zu lernen, junger Hüpfer. Ich weiß, ich weiß. So, wo geht's jetzt lang? Hier kamen wir her, oder was? Nee, da kamen wir her, oder? Oder. Hier müssen wir weiter. Hier weiter in die Richtung. Wo geht der hin? Ach, da drüben. Ach du Schande. Ja, die gehen jetzt wieder weg. Na, schöne Wurst. Muss ich mich hier beeilen bei dem Ding. Na komm. Es wird doch wieder nichts. Da verschwinden sie wieder alle. Was will ich das jetzt wofür da? Der macht diesen hier, der macht diesen hier. Der müsste jetzt diesen hier machen und da kommt jetzt hier der Verbindungspilz. Verbindungspilz ist gut. Sehr gut. Haben wir geschafft. Jetzt hier nur noch rein rüberkommen. Nicht runterfallen. Spiel gespeichert. Sehr gut. Das heißt, hier wird es wieder ein bisschen schwieriger. Ja, ganz genau. Das war knapp. Knapp, aber wir haben es geschafft. Das ist alles nur für einen Pilz. Das ist ja die Hölle. Sehr gut, hier mal speichern. Ich sehe schon den Pilz da drüben. Haben wir gleich geschafft. Müssen wir wieder Kopfwerfen machen. Oder was? Ach, das Simons Spiel. Ich erkenne die Musik. 1, 2, 1, 2, 1. Blau, lila. 1, 2, 1, 2. Nee, das war falsch. 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht. Okay, sagen wir mal, rot ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grau ist 6. 1, 2, 1, 2, 1, 5, 6. Verdammt. Okay, nach Blau kommt dann Violett.
Irgendwie nicht ganz. Rot, grün, rot, grün, rot, blau. Ach so, rot muss nochmal. Rot, grün, rot, grün, rot, blau, violett. Verdammt, du musst nochmal grau dazwischen. Verstehe. Rot, grün, rot, grün. Nochmal zurück zu rot. Ah ne, er ist grau dann. Verdammt, er ist grau. Also rot, rot, grün und so weiter. Und dann blau, grau, violett und braun. Verstehe. Sehr gut. Gut. Classic. Keine Augenschaft. Schade. Wie schade. Platz genommen. Der ist perfekt. Gut gemacht, Jack. Nun bring ihn zu mir. Du bist doch schon hier. Extra nochmal rüberkommen. Und dann nochmal das Pferd reiten. Aha, ein weiterer prächtiger Pilz. Ausgezeichnet, Jack. So, haben wir jetzt alles von der kleinen Einkaufsliste abgehakt. Ja, allerdings, das Pferd gehört dir. Reite bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Und ist klar, war's leid hier. Bei der Wegbeschreibung bekommt ihr sicher nicht so. Bei deinen Wegbeschreibungen bekommt ihr sicher nicht so häufig Besuch. Jetzt wird hier weiter geritten. Jetzt muss ich wieder die Steuerung hinbekommen. Sind hier schon heftigere Kurven. Na komm. Nirgendwo gegenklatschen. Ein paar Mal können wir es machen, aber am besten gar nicht. Im besten Fall. Ohne großartige Gegenklatscher. Hinten müssen entkommen. Oha. Das war eine knappe Sache. Noch einmal keinen Schaden genommen. Noch. Hat sich jetzt geändert. Das wäre cool, das ohne Schaden zu schaffen. Das wäre eine coole Nummer. So. Das ging wohl doch schon fast. Ganz elegant hin. Immer noch elegant gelöst mittlerweile. Noch sind wir hier nicht gestorben. Zieh gerade. Ja. First try. Speicherpunkt. Ich sehe da drüben schon jemanden. Sehr schön. Da mal rüber mit uns. Achso, das ist ein Skelett hier. Ich hielt es für den Charakter hier. Dass das schon die Hexe ist. Ich sehe einen Krähenschnabel. Ihr haltet mich nicht aus. Attacke. Wo ist doch die wieder ein Nest? Chaos. So, Krähenschnabel. 10 von 20. 11 von 20 ist hier.
Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Da oben müssen wir wahrscheinlich lang. Übers Dach. Vermutlich stark. Ich kann mich auch irren. Nee, hier kamen wir her, oder? Von hier aus sind wir hergekommen. Da sind wir rüber. Jetzt über die Pilze. Nicht kaputt machen, ein paar Heilungspunkte sammeln. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht. Was soll denn hier geschehen sein? Sieht für mich normal aus. Dieses Boot hat es ganz schön heruntergekommen. Wer auch immer das gebaut hat, ist bestimmt schon lange tot. Das meinst du? Die Pfeile und der Kaut, das kaputte Boot. Aha. Im Sumpf gestrandet. So sieht's aus. Im Sumpf gesumpft. Oder ja. Licht ausmachen. Oha. Jetzt haben wir doch jemanden. Spiel gespeichert. Hallöchen. Verzeihung. Der Genosse hat genossen. Ah, du musst Jake sein. Und woher willst du das jetzt wieder wissen? Schätz mich nicht ferner. Nachrichten verbreiten sich hier schnell. Ich wurde schon im Voraus bezahlt, um dich zu der Hexe zu fahren. Trinkgeld nehme ich aber trotzdem gerne an. Erst das fliegende Pferd und jetzt auch noch ein geldgeiler Fährmann. Was kommt als nächstes? Beschwer dich ruhig, so viel du willst. Aber ich bin der Einzige, der dich zu deinem Ziel bringen kann. Wie du meinst, ich hätte nichts einzuwenden gegen eine nette, ruhige Bootsfahrt. Hört sich doch gut an. Wer hat hier was von ruhig gesagt? Erstmal alles anzünden hier, bevor wir weiterfahren. So, mitfahren. Alles einsteigen. Und los geht's. Jetzt müssen wir gegen Gegner kämpfen, oder was? Genießt du die Fahrt? Gut. Jetzt kommen wir zurück. Jetzt kommt der spaßige Teil. Spiel wird gespeichert. Jetzt kommen hier die ganzen Gegner angerannt. Wird es Zeit, von Bord zu gehen? Das habe ich zu langsam gelesen. Bin ich nicht schnell genug runtergegangen? Was? Okay. Dann sind wir wieder hier. Wird Zeit, vom Boot zu gehen. Oh wei. Was machst du denn hier? Ah, hier kommen schon wieder. Jetzt kommen ja die ganzen Toten. Mach doch nicht sowas mit mir. Durch den Sumpf der Toten. Tote Seelen hier. Gestrandete Seelen. Haltet euch gut fest. Was zum? Da dreht sich das Boot. Wieder hier. Muss wieder umsteigen. Gut fest. Jetzt muss ich auf die Seite springen. Oder was? Na toll. Finde ich ja ganz lustig. Zeit von Bord zu gehen.
Das haben wir hingekriegt. Magisches Boot, was hast du erwartet? Okay, jetzt müssen wir hier rechtzeitig rüber. Das war eine knappe Sache. Aber knapp daneben heißt eben nicht. Fast heißt eben nicht. Na komm. Sehr gut. Ich geh mal lieber hier hinten drauf. Müssen wir auch noch kämpfen. Wird Zeit von Bots zu gehen. Oh wei. Oh mei, oh mei. Jetzt kommen die Drecksviecher wieder hier. Gestrandete Seelen. Verlorene Seelen. Haut mir ab. Holt mich nicht zurück. Ich muss mit. Oh Mann. Das war nix. Wieder hier. Eine tolle Wurst. Uha. Zu weit nach vorne gesprungen. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Nein, nicht so schön, wenn man hier ständig aussteigen muss. Hat man keine Ruhe hier beim Mitfahren. Ja, noch angegriffen während der Fahrt. Das ist ja skandalös. Müssen wir wieder aussteigen. Eine unruhige Fahrt. Sollen wir bloß auf dem Schiff bleiben, während wir die Leute kämpfen. So hierhin und hierhin. Und hier rüber. Knappe Sache. Und wir haben es verkackt. Wir hätten es geschafft, wenn ich nicht diesen Sprung gemacht hätte. Diesen Sprungangriff. Na komm. Das ist doch nicht dein Ernst. Die Sprünge sind zu knapp hier. Puh, ja, sehr knapp. Da ist der Sprung mal zu was Gutes. So, hier gleich rüber. Umsteigen. Wieder ordentlich was zu kämpfen. Das werde ich von hinten noch befeuert. Jetzt müssen wir uns hier natürlich auch noch ein bisschen beeilen. Weil er wird gleich weitergefahren. Und dann verstehe ich das falsch. Hier muss ich drauf.
geht die Action weiter. Na, kommt hier noch was? Hier ist Ausstieg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da sind wir und mir ist sehr wohl aufgefallen, dass du kein Trinkgeld gegeben hast. Du bist also nicht nur der Große, sondern auch der geizige Jack. Hier speichert's.